Let's talk about PJ Rodriguez. Wer ist PJ Rodriguez? Paul Junior Rodriguez ist Jugendpastor im ICF Karlsruhe, verheiratet mit Daniela, gebürtiger Amerikaner. Was macht man als Amerikaner in Deutschland? Sich warm anziehen, nachts aufbleiben, um Football zu gucken, sich die Wahlprogramme der 53 verschiedenen Parteien durchlesen. Was ist das Besondere an PJ? Er ist ausgebildeter Koch, spezialisiert auf die asiatische Küche. Ausgezeichnet als der treueste Kunde der Spielzeugfirma Nerf, hat in einer Predigt mal erklärt, wie man ein Weizenbier richtig einschüttet. Stolzer Besitzer von 2 Bartagamen. Fun Fact: Bartagame eignen sich nicht zum Kochen und leben daher ohne Angst im Hause Rodriguez. Welche Liebessprache spricht PJ? Die 6. Sprache der Liebe. Ich schicke dir ein GIF. Fake Fact: Sein Blog Die 6 Sprachen der Liebe geht bald online. Welche Blogs gibt es? Zero's Blog, Reiseblogs, Wikileaks. Wer kennt PJ? Die ICF Youth, Mitarbeitende der Metro Karlsruhe. Wer ihn noch nicht kennt, hat etwas verpasst. And now, ladies and gentlemen, welcome on the stage, the one and only Paul Junior Rodriguez. Hey. Alter, ich habe das schon einmal gesehen, aber es ist so funny. Ich glaube, ich muss mit Bench reden, er hat dieses Video gemacht. Aber wer hat diese Bilder gekriegt, Daniela? Ja, meine Frau hat die Bilder an Bench geschickt, cool. Hey Leute, schön, dass ihr alle da seid, trotz dieses Wetter heute, oder? Ich hatte schon ein bisschen Angst. Ich war auf den Church Tour früher mit Daniela und hat gesehen, da waren nur so 30 Leute angemeldet. Und ich dachte, okay, vielleicht haben wir einen Family Service heute Abend. Aber da sind viele Leute hier. Hey, cool, good for you. Thank you, welcome to church. Hey, ich bin hier, das ist auch cool. Und ich möchte am Anfang hier, ein kleines Shoutout oder ein paar Shoutouts machen. Ich weiß, ich habe ein paar Leute, die in die Schweiz, in Switzerland zuschaut. Hey, schön, dass du da bist. Ich weiß, dass ein paar Standorte dabei sind. Hello an die Standorte. Ich habe ein paar Teenies, die in Dänemark sind und machen ein bisschen Urlaub. Schön, dass du auch da bist. Und a special welcome, hey, Mom. And Dad in America, yeah, America needs to greet America sometimes. So, hey. Yeah. Mom, Dad, stepmom, Wendy, you're probably not going to understand anything else after this point, but awesome that you're there. Hey, guys. So, heute Abend, ich habe die Ehre, hier zu sein für den Summer Celebrations. Und ich möchte heute Abend über das Thema Walking on Water preachen, weil wir sind vor 3 Wochen oder so wieder zurück vom Summer Camp, unser Summer Camp hier in ICF Karlsruhe, und das war die größte Summer Camp bis jetzt für ICF, für Karlsruhe und die Standorte. Wir waren über 100 Leute dabei, das war echt cool, aber gleichzeitig war das auch das kürzeste Summer Camp in ICF Karlsruhe und Standorten, weil da war irgendwas mit Corona, nicht bei uns. Don't worry. Aber diese Region, wo wir waren, war auf einmal so Hochinzidenz oder irgendwas, Risiko, keine Ahnung. Und wir müssen früher heimkommen. Und das war eine riesengroße Theater, let me tell you. Wir haben die Teens um 9 Uhr morgens gesagt, Leute, wir müssen früher gehen. Und jetzt, mit 100 Leute, wir müssen das ganze Camp auspacken in dem Bus. Es hat auch geregnet an dem Tag und von 9 bis 13 Uhr waren wir fertig und wir waren im Bus und dann waren wir über die Grenze bevor Mitternacht an den Samstag. Das war krass. Aber Gott hat so viel gemacht in den paar Tagen, die wir da waren. Und es war so ein cooles Summer Camp, obwohl es so kurz war. Und manchmal denken wir, hey, kackert, so alle diese blöde Dinge, aber Gott hat das schon vorher bewusst und er hat das so cool gemacht für uns. Und ich möchte mit euch zu allererst mal unser Camp-Video anzeigen. Dann Video ab.
Ja, Applaus. Das ist sehr cool. Das war von einer den Jugendlichen in Kraichgau gemacht, komplett gemacht, von Louis. Shout out to Louis. Hey, du hast es sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und wie gesagt, das war eine kurze Summercamp, deswegen ist das Video ein bisschen kurz, so eine Minute, aber dann bekommst du alles so in einer Minute. Das ist einfach, wie das ist heutzutage auf Social Media, dann ist es auch okay für unser Camp-Video. Aber wie gesagt, ich würde heute über das Thema Walking on Water reden. Das für mich ist sehr, sehr eine coole Story in die Bibel. Das ist von Matthäus 14. Kennt ihr diese Story, wenn Petrus auf dem Wasser laufen, ja? Oder? Ein bisschen? Ein paar von euch kennt das? Das ist super popular, diese Story. Aber ich möchte das auch vorlesen oder probieren. Das kommt jetzt auf den Leinwand, weil manchmal sage ich Dinge falsch auf Deutsch, weil ich bin American. Aber deswegen könnt ihr das auch mitlesen. Supi. Und das kommt direkt nach dieser Story, wo Jesus die 5000 so gefüttert. Und that was on purpose. Und, oder mehr, so vielleicht mehr wie 10.000 mit Kinder und die Mamas dabei. Es war viele Leute, ein riesengroßes Miracle, was Jesus gemacht hat. Und dann kam diese Geschichte in Matthäus 14. So, gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in den Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Sehr nice von Jesus, ha? Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort ganz allein. Das ist auch ein guter Punkt von dieser Story, aber nicht für heute. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tod erschrocken. Es ist ein Gespenst. Alter, was ist das? Oder sowas. Vielleicht nicht auf Deutsch. meinten sie und schrie voller Entsetzen. Oh man, mein German heute. Aber Jesus sprach sie sofort an. Habt keine Angst. Ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir. Oder vielleicht mit Wasser im Mund. Herr, hilf mir. Irgendwie, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, du, vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. So eine coole Story, oder? Ich habe das zuerst mal gelesen auf Deutsch und habe dann fünfmal gelesen, weil ich habe die Hälfte der Worte nicht verstanden. Aber ich habe das dann auf Englisch gelesen nochmal und dachte, hey, wie cool ist diese Story? Und ich möchte mit euch einfach zwei Punkte heute teilen, was ich richtig important finde jetzt in der Story. Und das erste kommt von Vers 30 und 31 und da steht hier, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte, er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, hat er geschrien. Oder geschrien, whatever. Mein erster Punkt, ich habe meine Punkte auf Englisch gemacht, ich hoffe, das okay ist für dich. Aber mein erster Punkt ist, we need to keep our focus on Jesus. Unser Fokus muss auf Jesus bleiben. Weißt du, so Petrus in dieser Story hat schon diese Impossible gemacht. Er hat auf dem Wasser gelaufen. Es ist nur, wenn er dieses Blick von Jesus gemacht hat, dass er begann zu sinken.
Er hat diese Wunde erlebt. Er war auf dem Wasser. Ich find's cool. Hast du schon jemanden gesehen, auf dem Wasser zu laufen? Nein, oder? Aber wir lesen das in der Bibel manchmal und denken, whatever. Das ist eine coole Story. Aber nee, Jesus hat auch, Petrus hat auch im Wasser gelaufen mit Jesus. Und das steht nicht da, dass er auf dem Wasser gelaufen ist und das Wasser still war. Oder dass alles supidupi war in dem Moment. Das steht nicht, dass der Sturm weg war. Der Sturm war schon da, war immer noch da. Und manchmal, ich denke, dass wir haben diese Gedanken, hey, ich will auch diese Wunder erleben, aber ich will es in so perfect circumstances haben, dass der Sturm nicht da ist. Dann will ich was machen. Wir beten manchmal, Sturm, geh weg, dann kann ich auf dem Wasser laufen. Aber Petrus hat das nicht gemacht. Petrus hat einfach aus dem Boot gegangen und war auf dem Wasser mit Jesus. Und dann, wenn sein Fokus weg war, wenn er hat nicht auf Jesus angeschaut, aber auf das Sturm, auf die Probleme, was um ihn war, dann hat er begonnen zu sinken. Dann war das vorbei. Und ich glaube, manchmal sind wir so ready, zu Gott zu sagen, hey, bitte nimm dieses Problem weg, aber wir sollen einfach unseren Blick auf Jesus haben. Weißt du, manchmal beten wir, dass unsere Sickness, unsere Krankheit weg ist, dass wir bessere Beziehungen haben vielleicht oder irgendwas, keine Ahnung, was dein Problem ist. Wir beten dieses Problem weg, aber wir beten eigentlich our plan, not his plan. Ja, schon manchmal ist sein Plan, auch dieses Problem wegzuhaben, klar. Aber manchmal ist Jesus, sagte Jesus, ich will, dass du mich erlebst, auch in den Sturm. Nicht nur, wenn ein Sturm weg ist. Weißt du, die Jungen sind gleich um diese Story gekommen, wo Jesus die Leute ein bisschen was gegessen, gegeben hat. Und das war auch ein Wunder. Das war 5000 Leute, mehr oder weniger, nicht weniger, mehr vielleicht. Und die hatten was, ein paar Fischstäbchen und ein paar Weckle. Ich kenne auch ein paar badische Worte. Oder Schwäbisch, keine Ahnung. Und das war genug. Es hat gereicht in diesem Moment, da war genug Brot und Fischstäbchen für jede Person, die da war. Das war ein Wunder. Und Jesus sagte in diesem Moment, Leute, wenn die Jungen zu ihm gekommen hatten, sagen, hey, du, Boss, wir haben aber nicht genug. Bro, was sollen wir machen? Wir haben nur ein paar Fische und ein bisschen Brot. Wie können wir alle diese Leute was zu geben? Und Jesus sagte in diesem Moment, ich bin genug. Ich bin genug. Ich bin genug. Das Brot ist genug, weil ich bin genug. Are you out there? Jesus sagte, er ist genug. Ist das nicht good news? Come on. All right, you guys need to wake up a little bit here. You need to wake up because I need you, okay? Like the American video, okay? I need you guys. Ich habe was gehört diese Woche und das hat mich, it rattled me, okay? Sehr tief. Wir wissen alle, was passiert in der Welt heutzutage oder in Afghanistan. Das ist echt scheiße. Darf ich das sagen? Es ist nicht gut. Ich habe ein Video gesehen von einem Christ, einem Pastor, der da ist. Er kennt einen Freund von mir, irgendwas. Er hat das auf dem Instagram gepostet. Und da war es so mit blurry face, sodass du ihn nicht sehen könntest, aber du hast ihn gehört. Und er hat gesagt, ja, wir haben Angst hier. Wir wissen, was kommt. Wir wissen, dass viele von uns wird gleich Jesus kennen, so wirklich in den Himmel. Aber das ist okay für uns, weil wir haben unser Glauben. Und wir sammeln trotzdem. Wir gehen trotzdem in die Kirche. Wir gehen trotzdem zum Gottesdienst diesen Sonntag, weil unser Gott größer ist, als was den Taliban machen kann zu uns. Ist das nicht gut? Und ich weiß, das ist ein bisschen charismatisch, ein bisschen Army, whatever, aber wenn ich sage, God is enough, das sollte was in dir einfach stirren, wo du sagst, ja, PJ, du hast recht, Jesus ist genug. Come on! Ich muss sagen, ich war ein bisschen
ein bisschen convicted. Wie heißt convicted auf Deutsch? Keine Ahnung. Ich war ein bisschen convicted, weil ich hätte eigentlich keinen Bock, in die letzten paar Wochen zur Kirche zu kommen, weil ich diese blöde Maske tragen muss. Ich hasse diese Masken. Jeder, der mich kennt, weiß das. Ein paar Leute hier hassen diese Masken. Und ich bin so die Anti-Mask-Person in ICF. Egal, was deine Meinung ist oder nicht. Aber ich habe gesagt, ich will nicht in die Kirche kommen, weil ich muss diese dumme Maske tragen. Und dann habe ich diese Story gehört von diesem Pastor in Afghanistan. Und ich war fertig. Ich habe gedacht, was bist du, PJ? Du bist so dumm. Das ist eine Maske, obwohl vielleicht meine politische Stance ist ein bisschen anders wie andere Leute. Ich kann aber trotzdem in die Kirche kommen. Ich soll trotzdem hier sein, um Jesus anzubeten, weil er größer ist als unsere Probleme hier in Deutschland. Punkt. Das war nicht in meinen Notes, aber ich weiß, dass das gute Nachricht ist, dass Jesus genug ist. Und ich weiß, dass ein paar Leute hier müssen das auch hören heute Abend, dass Jesus genug ist, dass du darfst deinen Blick auf Jesus haben in deine Probleme jetzt, in dein Leben. Du darfst diese Wunder erleben trotz dem Sturm. Punkt. Der Sturm muss nicht immer weg sein, sodass du Jesus erleben kann. Und wenn du das erinnerst in der Zukunft, wird das sehr gut für dich. I promise. Das war auch gut für mich zu wissen. Und ich habe Jesus ein paar Mal erlebt, auch in den Sturm. Und ich habe ihn einfach so, ich habe angebetet, ich habe gebetet und habe was auch erlebt trotz dem Sturm. Ich war in School of Worship vor zu viele Jahre jetzt, 8 Jahre oder so. Und ich habe an einem Abend mit Daniela, wir waren nicht verheiratet, wir waren nur so am Flirten. Und ich habe meinen Fuß so geknickt, so. Und das war nicht gut. Ich habe das mehrmals in meinem Leben gemacht mit Football und Baseball und alles. Und ich habe sofort diese Gedanken, ei, das ist nicht gut. Ich muss zum Krankenhaus, Punkt. Weil ich habe das so oft gemacht. Und ich habe dann meine Schuhe aus und den Socken und mein Fuß war sofort so blau. Aber sofort, so innerhalb von ein paar Minuten. Und es war sehr klar für mich, ich muss zum Krankenhaus gehen. Aber dann kommt Daniela und sagte, ja, aber wir sollen aber zuerst beten, oder? Und ich dachte, hey, kannst du nicht meinen Fuß sehen? Like, it's past that. Lass uns einfach zum Krankenhaus gehen. Ich habe trotzdem meinen Glauben. Aber sie hat gesagt, nein, lass uns beten. Und sie hatten dann ein paar Leute genommen und sagen, hey, PJ, wir müssen für PJ beten jetzt. Und ich sah da, ich hatte keinen Glauben in diesem Moment. I promise you. Es war so nur Stunden Glauben an Gott, aber nicht auf meinen Fuß, dass es geheilt wird. Und die haben angefangen zu beten und ich habe gedacht, Leute, bitte mach schnell, because it hurts. Und die haben so eine Minute gebetet und PJ? Und ich habe um meinen Fuß gesagt, nee, das war immer noch blau. Und ja, tut weh, nein, das geht nicht. Und sie haben auch, lass uns noch einmal beten. Ich dachte, okay, whatever. Und wir haben angefangen zu beten und das Schmerz war langsam weg. Ein bisschen weg. Und dann, es war so wie so taub, so ich habe nicht was gespürt, so, aber kein Schmerz. Und ich sah unten und mein Fuß war nicht mehr blau. Das war fast normal weiß. Und dachte, nein, echt jetzt? Ist das echt passiert? Und sie haben gesagt, is this hurt? Nein, it doesn't hurt. Willst du laufen? Ich kann probieren. Und ich habe einen Schritt gemacht und sofort weinen, so richtig. Und die haben gedacht, okay, PJ weint, wir müssen zum Krankenhaus gehen. Er ist nicht geheilt, let's go. Und ich sagte, nein. Ich weine jetzt, ich crying, weil da gibt es keinen Schmerz. Es ist einfach weg. Gott hat mich geheilt in diesem Moment. Und das war so ein cooler Moment für mich. Das war, ich glaube, das erste Mal, als ich sowas erlebt habe. Und das war, trotz dem Sturm hat Gott mich geheilt. Und trotz meinen Unglauben, oder? Hat Gott mich trotzdem geheilt durch den Glauben von Daniela und von den anderen Leuten. Und ich möchte euch auch ermutigen, dass, hey, manchmal der Sturm ist da und du hast weniger Glauben, aber Gott ist trotzdem größer als du, als deine Glaube, als den Glauben von deiner Mom oder deine Freunde oder den Sturm, was um dich ist. Gott ist größer.
Ich habe auch letztes Jahr noch was mit dem Fuß, das war mein Achillessehne. Ich habe das komplett gerissen in der Jugend, als ich Tischtennis gespielt habe. Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber es ist passiert. Und habe gedacht, hey, Gott hat mich einmal geheilt, let's pray. Sofort, das war meine Antwort, wir müssen beten. Und ich habe gebetet und das tut immer noch weh. Ich habe gedacht, let's play some worship und das ist gut. Ich war dann auf die Bühne, so sitzen und habe ein Lied gemacht. Schmerz war trotzdem da und habe gedacht, okay, nee, wir müssen zum Krankenhaus gehen. Und ich war nicht so geheilt in diesem Moment von Gott. Ich war dann später durch ein OP und Medikamenten und Sitzen und Fuß hochlagen geheilt. Aber ich habe trotzdem Gott erlebt in diesem Sturm. Ich habe trotzdem Gott erlebt, obwohl dieser Sturm von meiner Achillessehne da war. Ich habe ihn trotzdem erlebt. Und ich möchte euch einfach sagen, du kannst Gott erleben, trotz dem Sturm. Wir müssen nur unser Blick auf Jesus halten. Punkt. Unser Fokus muss auf Jesus sein. Und ich höre sehr oft, dass viele Leute sagen, hey, aber PJ, ich erlebe Gott nicht. Ich habe diese Experience nicht und deswegen gehe ich ein bisschen weg vom Glauben im Moment, weil ich habe Gott nicht erlebt. Und das ist so schade für mich. Auch als Jugendpastor, ich frage meine Teens immer, hey, hast du Gott erlebt? Vielleicht kommst du auf die Bühne beim Jugendgruppe und teil mit uns, wie du Gott erleben hast. Und ich höre viel zu oft von Teens, aber auch von Erwachsenen, ich erlebe Gott nicht. Und meine Frage ist immer, okay, betest du? Normalerweise ist die Antwort nein. Bist du in die Bibel? Liest du die Bibel irgendwann? Ja, eigentlich nicht. Okay, gehst du in so eine Situation, wo Gott dich nutzen kann vielleicht? Not really. Und meine Frage ist dann, wie willst du Gott erleben, wenn du keine Zeit für ihn nimmst, wenn du nicht in sein Wort bist, du kennst ihn nicht wegen seinem Wort, wie solltest du denn Gott erleben? Und ich glaube, das ist viel zu oft, dass Leute das sagen, ich will Gott erleben, aber ich will ihm keine Zeit geben. Ich will nicht was machen, ich will nur ihn erleben. Und das ist dann mein zweiter Punkt für heute Abend. Und das ist das, dass Peter got out of the boat. Peter got out of the boat. Petrus ist aus dem Boot. Er war nicht in dem Boot, er hat nicht in dem Boot geblieben. He got out of the boat. Er hat was gemacht. Seid ihr immer noch wach? Peter got out of the boat. Wir müssen Gott ein bisschen Zeit geben, den Raum geben, sodass wir ihn auch erleben kann. Weil, weißt du, die andere Jungen hat auch Gott erlebt in diesem Moment. Die haben auch gesehen, wie Jesus auf dem Wasser gelaufen hat, wie Petrus auch mit Jesus auf das Wasser gelaufen hat, aber die waren in dem Boot. Und manchmal ist es auch für uns so, wir sehen das in andere Leute. Wir sehen, wie Gott irgendwas macht in unsere Freunde oder in den Nachbarn oder in andere Leute in die Kirche. Wir sehen das von ein bisschen weiter weg und wir wollen das auch haben, aber wir machen nichts. We don't get out of the boat. Weißt du, alle Jungen in diesem Moment hätten die Chance, Gott zu fragen oder Jesus zu fragen, Herr, kann ich auch auf dem Wasser laufen? Darf ich auch mit? Bitte. Und ich glaube, jeder würde das sagen. Ich glaube, Jesus hätte nicht gemacht, so, jetzt Hände hoch. Wer war zuerst? Petrus, supi. Dann Petrus, du darfst, die andere muss bleiben. Nein, ich glaube, die alle eine Chance hätte in diesem Moment auf dem Wasser zu laufen, aber nur Petrus got out of the boat. Nur Petrus got out of the boat. Und weißt du, heutzutage sind unsere Boats sehr bequem. Sie sind viel bequemer wie die Boats da in der Zeit. Aber ein Christ zu sein, bedeutet, dass wir vielleicht ein bisschen von dieser Comfortableness, so unser Comfort, unsere Bequemlichkeit einfach weggibt. Wir haben nicht das Recht, bequem zu sein als Christ. Ein Christ zu sein bedeutet genau, was in Römer 12 steht, dass wir sollen unser ganzes Leben als ein lebendiges Opfer, unser ganzes Leben nicht ein bisschen von hier, ein bisschen von dort und das war's. Nee, wir müssen unser ganzes Leben geben. Wir müssen auch sagen, vielleicht Gott will, dass ich ein bisschen anders bin. Ich muss mein ganzes Leben, auch meine Meinungen, vielleicht wird Gott dir eine neue Meinung schicken. Vielleicht mich auch, das ist auch okay.
Bist du ready, das zu machen? Bist du ready, loszulassen, deine Meinungen? Manchmal bin ich nicht, wenn ich ehrlich bin, aber ich will bereit sein. Vielleicht wird Gott sagen, hey, du solltest eine andere Sprache sprechen. Nicht so Deutsch, Englisch, Französisch, aber wie du redest mit anderen Leuten, vielleicht solltest du anders reden. Keine Ahnung. Vielleicht wird Gott sagen, hey, deine Freunde sind nicht so gute Freunde, vielleicht solltest du ein paar neue finden. Vielleicht wird aber Gott doch sagen, hey, Deutschland ist nicht mehr dein Heimat. Du solltest um ein anderes Land gehen. Ich brauche dir und ich brauche dir in diesem Land. Bitte geh zu diesem Land, sodass ich nicht dich nutzen kann als Missionar. Oder vielleicht würde Gott sagen, bitte gib alles, was du hast, alles und folge mir. Aber Gott, ich will mein Studium fertig machen. Gott, aber ich brauche mein Auto. Aber Gott, das ist mein Geld. Ich habe das verdient. Ich will nicht meine Meinungen loslassen. Die sind meine Meinungen. Aber Jesus, ich will dasselbe bleiben. Ich will so bleiben, wie ich bin. Und wir sagen, Gott, ich will beides. Ich will beide haben. Ich will, auf Englisch, du sagst, you have your cake and you eat it too. Du willst deinen Kuchen haben, aber du willst auch deinen Kuchen essen. Das geht nicht. Du kannst das entweder essen oder auf dem Tisch haben, aber nicht beide. Und wir sagen das auch zum Gott manchmal, hey Gott, ich will beides. Ich will mich sein, ich will alles machen, was ich will, aber ich will auch dich haben. Und ich will dich erleben und ich will alle die Wunder und alle die schönen Sachen vom Glauben, aber nicht, wenn es zu schwer für mich ist. Ich will das easy haben. Wir wollen comfortable sein. Aber Gott sagt, wir müssen bereit sein, alles zu geben. Und versteht mich nicht falsch, ich glaube nicht, dass Gott wird alles einfach wegnehmen und sagen, yeah, jetzt hast du nichts. Das glaube ich nichts. Don't understand me wrong, please. Aber weißt du, Paulus schreibt in Philipperbrief 4, Vers 11 bis 13, dass er gelernt hat, wie er glücklich sein kann mit viel. Das bedeutet, er hätte viel irgendwann, aber auch mit wenig. Paulus hätte viel. Auf einmal war er vielleicht nicht reich, aber er hat schon viel. Er war okay. Er hatte nicht immer für Geld gebetet. Aber weißt du, er war auch im Gefängnis und hat trotzdem Gott anbetet und sagen, hey Gott, ich will dich worshipen, weil du bist einfach gut. Du bist genug. Jesus hat auch diesen reichen Mann in Matthäus 19, Vers 21 gesagt, du sollst alles verkaufen und zu die Arme geben und dann folgst du mir. Aber er war nicht bereit, das zu machen. Und ich glaube, in dieser Story mit diesem reichen Mann, Jesus hat nur auf diese Readiness versucht, dieses Bereitschaft, dieses, ich bin bereit, das zu machen, Jesus, und ich mache das. Vielleicht hätte er ihn auch gestoppt und sagen, hey, ja, okay, du bist bereit, ich habe dein Herz gesehen, du musst es nicht machen. Wir können auch dein Geld nutzen, bring's mit, vielleicht. Aber weißt du, Abraham hat das auch in 1. Mose 22 mit seinem Sohn Isaac. Und Gott hat ihn so interferiert und sagte, Isaac, ich habe dein Herz gesehen. Du musst nicht deinen Sohn geben. Aber are you available? Bist du bereit? Are you available? Are you ready? Oder bist du konsumiert mit deinen Plänen, mit deinem Leben, mit deinen Gedanken, mit deinem Life, dass du nicht sagen kannst, Gott, ich bin ready. Und ich glaube zu tiefen, dass heute das Message für manche von uns ist, dass wir müssen einfach aus diesem Boot. Wir müssen out of the boat. Just get out of the boat. Mach diesen Schritt, weil das ist das Beste, was du machen kannst. Wir dürfen alle auf dem Wasser laufen. Wir dürfen alle diese Wunden, diese Miracles von Jesus erleben. Wir müssen einfach out of the boat sein. Wir müssen bereit sein, unsere Komfortzone, unsere Sicherheit einfach loszulassen für einen Moment und unser volles Vertrauen zu Gott zu geben. Weil wenn Jesus ruft uns an, wir sollen antworten. Wenn Jesus sagt, komm her, sollen wir wie Petrus sein und wir sollen einfach gehen. Und hier in ICF haben wir diese coole Statement, so was ist dein Next Step
Das ist unsere Next Step Culture. Ich finde es auch cool, ich frage immer unsere Teens, hey, was ist dein Next Step? Aber was so konkret, was ist dein Next Step? Und heute mein Challenge für dich ist nicht nur zu denken, was mein Next Step ist, aber mach das bitte. Please. Ich höre immer so oft von vielen meiner Teens, was mein Next Step ist, oder von Leuten hier, was mein Next Step ist. Ja, dann mach das. Weil dann würden wir so viel mehr Zeugnisse haben, wo Leute, die würden Gott erleben. Mach diesen Schritt. Und vielleicht ist heute der Zeit, diesen ersten Schritt zu machen und Gott zu sagen, hey, hier ist alles. Ich lege das jetzt auf den Tisch. Bist du bereit, das zu machen? Weil ich glaube, das ist ein Next Step für viele Leute heute. Mach das einfach. Vielleicht wird Gott ein bisschen was wegnehmen, was nicht gut für dich ist in dieser Zeit. Vielleicht würdest du das wieder bekommen irgendwann. Aber bist du bereit zu sagen, hier, ich lege alles auf den Tisch, Gott. Nimm, was du willst. Ich nehme wieder, was ich haben soll für die Zeit. Aber ich gebe dir alles. Und ich weiß, dass Gott ruft jeder an, heute Abend einfach out of the boat zu sein. Egal, welche Situation du hast in deinem Leben, du sollst raus um diesen Boot kommen. Punkt. Das ist dein Next Step. Einfach get out of the boat. Und remember, da ist auch Raum, einen Fehler zu machen. Wir haben so einen gnadevollen Gott. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir dürfen Fehler machen. Wir dürfen fehlen. Wie Petrus. Petrus war auch auf dem Wasser und hat es gemacht. Und dann, oh, da ist eine Big Wave. Oh, Sturm, Blitz, whatever, Donner. Und nicht Döner, aber Donner. Und da war er war in dem Wasser ein bisschen. Und Jesus war trotzdem da. Und hat ihm geholfen in diesem Moment und sagte, ja, schon ein bisschen, say, Bro, come on. Du hast so wenig Glauben. Aber er hat ihm geholfen. Und auch mit so wenig Glauben hat er auf dem Wasser gelaufen. Ich glaube, es ist Zeit jetzt, nicht mehr so wie die Jünger in einem Boot zu sein, wo du erlebst Gott und Jesus, aber von ein bisschen weiter weg. Ich glaube, es ist der Zeit jetzt, dass du out of the boat bist. Du kommst auch raus um diesen Boot und du laufst auf dem Wasser in den Sturm mit Jesus. Amen. Den Worship-Team kommt jetzt und ich möchte mit euch was Cooles machen. Wir lernen ein Lied heute Abend. Ein paar von unseren Teens kennen dieses Lied schon. Deswegen sind viele Teens hier vorne heute Abend. Wie ich gesagt habe am Anfang, mein Predigt, wir waren vor kurzem im Summer Camp. Und ich möchte dieses Predigt mit einem Praise-Song enden. Und das Lied heißt Walking on Water. Das war unser Camp-Lied dieses Jahr für Summer Camp. Und ich möchte sagen, oder ich muss sagen, Gott hat dieses Lied geschrieben mit mir, okay? Sorry, Daniela, meine Frau will sagen, nee, du hast das geschrieben, Peter, du hast so gut gemacht. Ja, es ist ein cooles Lied, aber ich muss eine kleine Story sagen vorher. Das Song schon geht über Matthäus 14, dieses Walking on Water, und wir lernen das gleich, aber wenn ich in dieser School of Worship war, ich hätte auch in der Zeit ein paar Lieder geschrieben. Wir müssen das machen. Wir haben auch ein Album produziert als ganze Schule. War sehr cool, awesome experience. Aber dieses Lieder zu schreiben, so Worship-Lieder oder whatever, das war das Schlimmste von dieser Schule für mich. I hated it. Es war echt blöd. Ich war so stundenlang in meinem Zimmer oder in den Keller da oder auf bei dem Wasser. Ich habe gebetet und gedacht, Gott, bitte gib mir irgendwas. Ich brauche ein paar Worte. Und das war so schlimm, jedes Mal, wenn ich ein Lied schreiben musste. Und auch das Lied, was auf unser CD ist, unser Album, das ist auch nicht mein Lieblingslied. Und das war so dumm für mich. Und dann kam Tobi bei unserem ersten Live-Summer-Camp-Meeting und hat gesagt, ja, und PJ, du schreibst uns einen Worship-Song dieses Jahr für Camp, oder? Und ich dachte, ja, yeah, Bro, komm, wir machen das. Aber on the inside habe ich nur so geschrien, nein, ich will das nicht. Das war so, echt. No lie. Und dann bin ich zu Hause gegangen, so ein paar Wochen später. Ich habe meine Gitarre genommen.
Und ich war in meinem Wohnzimmer zu Hause und ich habe angefangen einfach zu spielen. Nur ein bisschen. So nur ein paar Akkorden. Ich bin auch nicht so gut in Gitarre. Ich kann in G spielen, das sind nur 4 Akkorden. Und ein anderer und dann mit Capo. Und dachte da an dem Moment, ich bin nicht der Person für das. Aber ich habe gebeten und sagte, Gott, ich brauche deine Worte. Das ist dein Lied für die Teens und es muss cool sein. Und innerhalb von einer Stunde war dieses Lied fertig. Ja. Das war aber nicht PJ. Das war Gott und deswegen sage ich das so, weil Gott hat mir die Worte gegeben für dieses Lied. Und ich habe gedacht, das wäre so cool, wenn wir zusammen das singen können. Und das ist super einfach, let me tell you. Das Lied heißt Walking on Water. Lass uns alle aufstehen. Wir spielen das jetzt als letzter Teil von meiner Predigt und von diesem Gottesdienst. Und das geht so, das heißt, ich habe ein Wow-Part geschrieben. Okay? Ja, weil jeder kann wowen. Und auch die Deutsche. Ja, beim Fußball immer wow und so. Immer. Let me tell you, die Deutsche kann wowen. Und ich war beim einen Chris Tomlin, ich habe Chris Tomlin Konzert gesehen, so wo er in Red Rocks war. Und er hat das auch gesagt, dass manchmal schreibt er Wows in den Lieder, weil da gibt es Leute, die nicht singen kann, aber jeder kann wowen. Das ist so ein Trick von Worship Leaders, let me tell you. Und das Wow-Teil ist super einfach, wir lernen das jetzt gleich und dann gehen wir in das Lied. Und den Chorus ist einfach, hey, with you, I'm walking on water. Und das ist so ein Proclamation, dass mit Gott, trotz dem Sturm, können wir auf dem Wasser laufen. Und ich möchte euch einfach einladen, heute Abend zu denken, hey, vielleicht willst du diesen Schritt machen, diesen ersten Schritt raus, um dieses Boot zu kommen. Vielleicht ist es neu zu machen, du warst schon out of the boat, aber dann bist du wieder in den Boot und du bist raus im Boot nochmal, dann, hey, das ist auch okay. Aber heute Abend, wir singen das mit Gott, dürfen wir und können wir auf dem Wasser laufen. Das ist unsere Proclamation heute Abend. Und ich hoffe, dass ihr dabei seid, auch auf online und in Kraichgau und wherever you are, dieses Lied zu singen. Und wir lernen einfach dieses Wow-Part. Okay. Wow. Gut, easy, oder? Und dann zweiter Teil. Wow. Nochmal, oder? Wow. Schafft das, oder? Wow. Behind me, I'm walking out into the
Come on, amen. Amen.